Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Und zwar wurde ich gebeten, dass ich über diesen PC doch bitte mal ein Review mache. Und ich weiß nicht, warum in dem Link Affiliate steht. Der Link hier oben ist ein ganz anderer. Aber gut, wir belassen es einfach mal dabei. Wir machen jetzt ein kleines Review hier drüber. Wieder ein Intel-PC. Ihr wisst, bei Intel bin ich immer so ein bisschen, ja, nicht raus. Aber ich kenne mich wirklich bei AMD besser aus. Und es verschwinden auch schon wieder Kommentare. Das wollte ich auch noch sagen. Ich schicke mir ständig Sachen und als Kommentar und ich sehe die gar nicht. Ich weiß nicht warum. Die landen in meinem Postfach und dann auf YouTube. Ja, hier neuer Kommentar. Ich klicke da drauf. Nichts. Weg. Ihr müsst mal vielleicht versuchen, wenn ihr einen sehr langen Link habt, den in so eine Bitly-Adresse reinzupacken. Es gibt bitly.com. Da könnt ihr diese Adresse einfügen und dann shorten. Dann habt ihr nur einen ganz kurzen Link. Ich glaube, das geht besser. Weil wenn die Links, glaube ich, über 300 Zeichen haben oder so, dann sagt YouTube, nö, ist nicht. Und so ein Link kann durchaus mal so lang werden. Wie auch immer, wir starten mit diesem PC. Nein, bevor wir starten, noch eine Sache. Mir wurde gesagt, ich sollte doch einfach immer bei Geizhals vergleichen. Gut, machen wir. Von mir aus. Dann müsst ihr halt, wenn ihr das nachbauen wollt oder ähnliches, euch von verschiedenen Anbietern das holen. Also das hat dann nicht alles Mindfactory oder Alternativen. Also ich habe ja auch immer bei Mindfactory in Alternativen gezeigt. Die müsst ihr euch dann wirklich selber zusammensuchen. Da finde ich jetzt natürlich jedes Hardware-Teil. Aber es kann sein, das eine müsst ihr bei Alternate kaufen, das andere bei Mindfactory, das dritte bei Amazon. Das ist immer so ein bisschen, ne, ihr wisst schon. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Sagt mir mal in den Kommentaren, ob euch das dann gefällt oder ob ich weiter bei Mindfactory machen soll. Ansonsten weiß ich nämlich nicht, wo ich dran bin. Gut, wir haben hier den Hurricane Pandora 6649 Gaming PC auf otto.de. Nur noch wenige Artikel auf Lager, ist aber noch lieferbar. Wir hatten ja letztes Mal schon den Fall, dass der PC auf einmal weg war. Da hatte ich das Video aber schon gedreht, war dann blöd. Also, das Bild. Das Bild ist kein Fake. Es ist sogar weniger als ein Fake. Also, was heißt kein Fake? Es ist ein altes System auf dem Bild hier. Ihr seht hier noch eine GeForce GTX von Zotac, da kommen wir gleich drauf nochmal zu sprechen, und ein MSI-Board, und zwar ein H310M Pro. Das Bild ist extrem gut, deswegen kann ich das da so rauslesen. Das ist nicht der Fall bei diesem PC. Hier ist ein H410 drin, deswegen, also es ist sogar underrated. Es ist nämlich auch eine RTX-Grafikkarte und keine GTX, deswegen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Bild soll wahrscheinlich wieder nur das Gehäuse zeigen. Gut, da ist auch kaum Beleuchtung drin. Das heißt, die verarschen euch schon mal nicht, wie wir es sonst gerne mal haben. Dass der RAM leuchtet, was er nicht tut und so weiter. Jetzt kommt eine Sache. Hier unten die technischen Daten sind quasi nichtssagend. Ich weiß, welcher Prozessor drin ist und da 16 GB Arbeitsspeicher drin ist. Ich weiß auch nicht, welcher. Hier steht auch noch Speicher, eine SSD. Was ist es für eine M.2, 2,5 Zoll? Ich habe keine Ahnung. Und eine RTX 3060. Ja, welcher Hersteller? Lüfterdesign, ähnliches, sehe ich alles nicht. Es sei denn, ich klicke hier und jetzt passt auf das Produktdatenblatt. Und dann kommt Folgendes. Hier haben wir ein Produktdatenblatt. Und schaut mal hier. Ich weiß immer noch nicht, welcher RAM es ist. Ich weiß immer noch nicht, was für eine SSD es ist. Ich weiß immer noch nicht, was es für eine Grafikkarte ist. Also, naja, was soll's. Wir gehen jetzt hier mit diesem Produktdatenblatt einfach mal durch. Ich denke, ich habe die richtigen Komponenten ausgewählt. Ich hatte mich letztes Mal auch bei einem Video auch vertan, da war irgendwie ein 10700K drin und kein 10700F. Das hat jetzt den Preis keinen großen Abbruch getan, das war ein Unterschied von 50 Euro. Aber diesmal versuche ich wirklich drauf zu achten. Intel Core i7 10700F kostet bei Geizhals, nicht Mindfactory, 265,52 €. Hier unten steht wieder Mindfactory. Okay, was soll's. Packen wir so auf die Liste. Ist ein guter Prozessor zum Zocken. Es gibt natürlich noch deutlich bessere. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe ein YouTube-Video gefunden, da war allerdings ein anderer, ein 10400F, glaube ich, drin. Das ist bei Intel, ich weiß nicht, ich bin da echt nicht so im Thema. Ich weiß nur, dass der auf jeden Fall genug FPS ausspuckt. Also der wird jetzt kein Bottleneck in diesem System sein. Da könnt ihr eigentlich gut mit zufrieden sein mit diesem Prozessor. Als nächstes das Motherboard, Intel H410 Chipsatz. Die schreiben keinen Hersteller dahin, die schreiben nicht, wie groß es ist und so weiter. Ist immer sehr schade, wenn man nicht weiß, was drinsteckt, weil dann kann es auch passieren, dass der Hersteller es sich rausnimmt und verschiedene Hersteller verbaut. MSI, Gigabyte, ASRock, wie sie alle heißen. Wir nehmen jetzt mal einen Gigabyte und ich denke, damit habe ich auch das Richtige getroffen. Hier haben wir ein H410M, S2H, Version 2. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, was V2 bedeutet. Vielleicht die Revision, keine Ahnung. Ist ein Mini-ATX oder Micro-ATX auf jeden Fall, hat jetzt nicht so viele Anschlussmöglichkeiten, aber die schreiben zumindest, dass es zwei Steckplätze für RAM-Riegel gibt und die haben wir hier auch. Und auch hier unten, diese PCI-Express-Slots, die passen auch. Der hier oben ist für die Grafikkarte, der hier ist dann für eine WLAN-Karte zum Beispiel und der für USB-Erweiterung oder die lassen einfach frei, muss ja nicht belegt werden. Da ich nicht genau weiß, was für ein Board die jetzt drin haben, nehmen wir jetzt einfach mal die Anschlüsse von dem hier. Vielleicht hat der eine auch dann 7 oder 8 oder auch nur 4 USB-Ports, ich kann es euch nicht genau sagen. Ihr habt ja auf jeden Fall die PS-2-Anschlüsse
VGA, DVI, HDMI, falls ihr einen Prozessor habt, der halt auch Grafik ausgeben kann und keine Grafikkarte da drin. Aber in dem Fall habt ihr halt eine, deswegen sind die Anschlüsse obsolet. Zweimal USB, ich denke 2.0, hier ist 3.0 oder 3.1 und nochmal 2.0, hier ist Netzwerkanschluss fürs Kabel, falls ihr den im Internet anschließen wollt, ohne WLAN. Und natürlich Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang und noch Line-In, auch für Mikrofone, meins läuft zum Beispiel über Line-In. Kostet bei Barax, kenne ich nicht, 71,67 € packen wir so auf die Liste. Arbeitsspeicher 16 GB RAM DDR4 2933 MHz. Ja, das rührt aber auch daher, dass der Prozessor offiziell von Intel nur 2933 MHz unterstützt. Daher finde ich es gut, dass sie den eingebaut haben und nicht auf 2133 MHz oder so fahren. Das könnten sie nämlich auch, würden sie eine Menge Kohle mitsparen. Da es 16 GB sind, gehe ich mal davon aus, dass es Dual-Channel ist. Ich hoffe es zumindest, weil sonst geht eine Menge Leistung flöten, aber meistens machen die das so. Da sind wir jetzt auch mal nett und nehmen keinen G-Skill oder ähnliches, sondern einfach den Corsair Vengeance. Weil ich finde die Corsair Vengeance ganz gut, die passen so ziemlich auf jedes Board. Nicht jedes Board frisst jeden RAM, müsst ihr immer aufpassen. Wenn ihr euch mal irgendwann ein Board raussucht, zum Beispiel das Gigabyte Aorus oder ähnliches, dann steht da genau eine Liste drin, welcher RAM-Speicher unterstützt wird. Die haben so eine lange Kennung, das sind so 20 Zeichen. Das könnt ihr dann googeln und dann wisst ihr, ob der RAM, den ihr euch dazu bestellt, passt. Oder zumindest vom Mainboard-Hersteller unterstützt wird. Passen würde der so oder so, aber vielleicht nicht direkt unterstützt werden. Kostet 96,30 € bei Mindfactory, packen wir so auf die Liste. Datenspeicher 960 GB SSD, da kann man jetzt aufgrund der Größe von dieser 960 davon ausgehen, dass es eine 2,5 Zoll ist, keine M.2. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die über SATA angebunden ist, dementsprechend auch nicht so schnell wie eine M.2, die wir ja sehr oft in den Videos haben. Und hier ist sie auch schon von Kingston, ich gehe davon aus, dass das auch die passende ist, vielleicht nimmt sie auch einen anderen Hersteller, aber die Größe bleibt gleich und ist halt SATA angeschlossen. Kostet bei Mindfactory 87,83 €, packen wir so auf die Liste. Reicht auch für sämtliche Spiele. Wenn ihr zum Beispiel Windows installiert mit all den Treibern und so weiter, gehen vielleicht 100 GB flöten. Und der Rest ist dann für Spiele und Bilder und Videos frei. Und das ist ungefähr 800 GB und da habt ihr schon eine Menge Spaß mit. Das passt. Ja, Grafik. Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB. Ja, HDMI DisplayPort. Klar, das steht jetzt da. Es kann eine sein, die dreimal DisplayPort und einmal HDMI hat oder zweimal HDMI und zweimal DisplayPort. Man weiß es nicht genau. Ich habe auch mal eine rausgesucht, weil auf dem Bild ja auch Zotac zu sehen war, obwohl es eine GTX war und keine RTX. Und zwar haben wir hier die Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge OC. Die ist sogar ein bisschen übertaktet. Kommen wir gleich noch zu, weil ich ja dieses YouTube-Video gefunden habe, was nicht genau mit der Hardware übereinstimmt, aber das reißt noch ein bisschen was raus. Kostet bei HardwareCamp24 829 €. Packen wir auf die Liste. LAN, das Thema hatten wir eben, ganz normal auf dem Board verfügbar. Netzteil, 850 Bubble. Könnte Be Quiet sein, könnte Silence sein, könnte Enermax sein. Ich gehe von Silence aus. Die werden da jetzt nichts Dolles reinpacken. Und hier haben wir es auch schon. Silence Performance X 650 Watt. Ist 62,89 € bei Mindfactory ziemlich günstig. Ich habe mit diesen Netzteilen keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Weil bei Quiet und so weiter weiß ich es und Enermax, weil die habe ich selber hier zu Hause auch verbaut. Aber dazu kann ich leider nichts sagen. Wir haben jetzt sogar eins genommen, was 80 plus Gold hat. Also ist schon ein bisschen besser. Das heißt, der Wirkungsgrad ist höher. Aber das packen wir so auf die Liste. Ist ja nichts Besonderes. Reicht für jedes System aus. 650 Watt empfehle ich auch meistens den Leuten, wenn sie sich irgendwas zusammenstellen. 650 Watt bist du auf der sicheren Seite. Gehäusefarbe, schwarz. Ja, ich weiß nicht, was die für ein Gehäuse genommen haben. Ich habe mal ein vergleichbares genommen. Das war das Shakun Nightshard RGB, Glasfenster, Lüfter, LED, RGB. Sieht nach viel aus, kostet auch 92,90 €. Ich bin von Shakun jetzt nicht so begeistert. Das liegt aber an jedem selbst, was er für ein Design haben möchte. Das packen wir jetzt einfach mal in den Warenkorb. Schnittstellen vorne, Audio Mic, das hat das andere Gehäuse auch. Schnittstellen hinten, das ist das Mainboard, haben wir eben schon drüber gesprochen. Betriebssystem, Windows 10 Home 64-Bit. Ihr habt Windows mit dabei. Ich hoffe, die installieren euch keinen Müll davor, sondern wirklich nur ein pures Windows ohne Problem. Ich habe schon wieder Steam offen gelassen. Ich schwöre, beim nächsten Video passiert es mir nicht. Also, Windows 10 Home 64-Bit ist auf jeden Fall mit dabei. Zubehör, Gaming-Tastatur und Gaming-Maus. Ich habe von den Bildern ein bisschen gesehen, dass quasi dieser Hersteller, Hurricane, die stellen selber auch wohl Tastaturen und Mäuse her oder geben das in Auftrag. Wir haben da jetzt mal zwei rausgesucht. Zwar habe ich jetzt eine Intertech Nitrox genommen, die kostet so um die 27,30 €, ist eine normale RGB-beleuchtete Tastatur, wie da auch der Fall ist. Und bei der Maus haben wir die Hurricane, Striker RGB-Maus USB, bei Otto.de für 22,99 €, also ist nichts Dolles, packen wir so auf die Liste. Jetzt wird es noch interessant, WLAN, Wi-Fi, Bluetooth, 802.11 A, B, G, N, A, C, das ist wirklich nur WLAN, unter Bluetooth steht ja auch nichts.
AC ist ganz nice, ist ein relativ aktueller Standard. Wir realisieren das jetzt mal mit einer Zusatzkarte. Ich denke, das wird bei denen auch so sein. Oder die haben vielleicht einen USB-Stick dabei gelegt, das weiß ich nicht genau. Hier haben wir auch schon eine Intertech Power On DMG 35. Hat auch hier die kompletten ABG, N, AC und AX sogar schon. Kostet 24,49 Euro bei Mindfactory, packen wir so auf die Liste. Ja, ansonsten ist zu der Kiste nichts mehr zu sagen. Garantie, 2 Jahre Pickup- und Return-Service. Und wir landen jetzt bei Geizhals bei einem Preis von 1.583,59 Euro. Das System soll kosten 1.449. Und das ist fertig zusammengebaut und es ist Windows mit dabei. Das ist natürlich ganz nice. Jetzt können wir uns nochmal ein Video zu der Leistung angucken. Vergleichbar. Wir haben jetzt einfach mal den Prozessor und die Grafikkarte genommen. Es ist nicht genau der Prozessor, aber ich zeige euch mal eben den Unterschied zwischen den beiden in dem Video und in dem PC. Und zwar ist in dem Video der 10400F zu sehen und ihr habt hier den 10700F. Der ist nochmal einen Ticken schneller, der hat mehr Kerne, der hat einen höheren Turbo und auch einen Turbo auf allen Kernen. Das heißt, die Ergebnisse, die ihr gleich sehen werdet in dem YouTube-Video, könnt ihr ruhig noch ein bisschen höher nehmen. Also quasi, wenn in dem Video jetzt steht 120 FPS, schafft ihr vielleicht 130. Schmeiß ich mal so in den Raum. Ich habe leider wirklich kein Video mit der Konfiguration gefunden. Deswegen merkt euch das einfach, wir schauen uns das jetzt an. Also es kann nur besser werden. Das, was ihr im Video seht, habt ihr wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser, wenn ihr diesen PC dann zu Hause habt. Hier haben wir PUBG. Hier seht ihr RTX 3060 und dann den i5-10400F. Und PUBG macht Average, hier immer drauf achten, 140 FPS. Dann hätten wir hier auch noch League of Legends, wer es denn zocken möchte. 158 FPS, ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll, das Game. Ihr hättet dann, sage ich mal, realistisch 170 FPS, sage ich jetzt. Jetzt mal aus dem Bauch heraus, ne? Ja, Counter-Strike Go könnt ihr mit jeder Rotz-Grafikkarte spielen, das ist überhaupt kein Problem. Seht es auch schon in den Werten, 225 FPS, wenn nicht sogar mehr. Für viele immer interessant, Fortnite. Average 160 FPS, völlig in Ordnung. Wenn ihr Fortnite richtig runterdreht von der Grafik her, seid ihr sogar bei 220 FPS, also überhaupt kein Problem. Jetzt kommt ein etwas anspruchsvolleres Spiel, das ist Division 2. Läuft auch bei 90 FPS, also 60 solltet ihr immer haben, 90 ist schon ganz gut. Und weil es so viele noch interessiert, GTA 5. 150 FPS. Ich verlinke euch das Video natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Aber zum Zocken reicht die Kiste auf jeden Fall aus. Vom Preis her, wir haben jetzt natürlich einige Komponenten ein bisschen besser genommen, beziehungsweise etwas geschätzt, was die verbauen. Aber rein von den technischen Daten her passte das soweit. Und ich denke, alles in allem könnte mit dem System nichts falsch machen. Es ist natürlich, wenn man jetzt wirklich wieder von der UVP ausgeht, der Grafikkarten, viel zu teuer. Da wir aber in diesen Zeiten scheinbar nicht mehr leben und wir jetzt mit diesen aktuellen Preisen umgehen müssen, es sei denn, ihr schießt sie irgendwo günstig, dann wäre es natürlich billiger. Aber ist das System eigentlich schon in Ordnung? Abraten würde ich davon jetzt nicht. Ich hoffe, sie verbauen wirklich Dual-Channel. Das Board ist natürlich ein bisschen klein. Ich bin immer so der Fan von diesen großen Boards, wo ihr auch viel erweitern könnt. Hier habt ihr jetzt noch 2 Möglichkeiten, um was zu erweitern, wenn die Grafikkarte nicht den Slot überdeckt und wenn keine WLAN-Karte reingebaut haben, sondern einen Stick dafür nehmen. Ansonsten zum Hinstellen, Spielen reicht es. Zum Stream eventuell sogar auch noch, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Die kann das eigentlich ganz gut ab. Haben wir auch schon getestet hier zu Hause. Wir haben ja dieselbe. Und ansonsten gibt es zu diesem System nichts mehr zu sagen. Aber ich wurde darum gebeten, mal einen eigenen Discord von PC-Check aufzumachen. Und das haben wir jetzt geschafft. Wir haben es fertig eingestellt, beziehungsweise Lexi hat es gemacht. Und zwar ist das der PC-Check-Discord. Und zwar ist es so, dass ihr erst in diesen Regelkanal rein müsst und die Regeln bitte durchlesen wirklich und auch bestätigen müsst hier unten. Dann kommen wir zur Rollenverteilung. Hier habt ihr verschiedene Fragen. Und zwar, du möchtest mit der PC-Check-Community in Verbindung bleiben, mit allen schreiben, dann bestätigst du hier. Dann müsst ihr hier klicken. Du möchtest immer auf dem aktuellen Stand sein und nie ein neues Video von mir verpassen, dann drückt ihr hier. Du brauchst Beratung beim Thema PC und Co., dann klicke hier und du kannst alle Fragen stellen, die du hast. Ich hoffe, wenn wir diesen Discord-Server jetzt aufhaben und ihr da drauf seid, dass mich vielleicht ein paar Leute unterstützen, die auch Ahnung von Hardware haben. Wenn da jetzt viele Fragen sind, die ich bestimmt nicht alle beantworten kann, dann hoffe ich ein bisschen auf die Unterstützung der Community. Ihr könnt über diesen Discord mich auch anschreiben. Ich stehe ja hier oben in der Liste. Und mir dann natürlich eine Frage stellen, beziehungsweise wenn ihr möchtet, dass ich euch einen PC mal zusammenstelle, mich darüber auch anschreiben. Dann setze ich mich mit euch hier in diesen Beratungs-Channel. Und dann können wir ein bisschen darüber quatschen, wie der PC dann aussehen soll, was der machen soll und so weiter und wo ihr euch den bestellen könnt. Und dann ist euch auch weitergeholfen. Dann braucht ihr auch nicht ständig dann in den Videos gucken und in Kommentare schreiben, sondern wenn ihr dann einen Link habt. Discord löscht die nämlich nicht, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Wenn ihr dann einen Link habt, dann könnt ihr
den einfach da rein posten und ich schaue mir das mal an, wenn ich Zeit habe. Bin natürlich immer ein bisschen busy. Ich habe jetzt wieder ganz normal Arbeit, also ich bin nicht mehr im Urlaub. Ich habe Schichten, deswegen antworte ich zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich mache natürlich noch Twitch und YouTube. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen, bis ich an. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal betreten würdet. Ich schicke euch den Link unten in die Beschreibung rein im Video. Und dann sehen und hören wir uns wahrscheinlich bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.